Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Diesmal Unpacketing. Paket. Die Februarbox. Aber zuerst eine gute Nachricht: In den letzten drei Videos war keine Werbung mehr vorgeschaltet. Das heißt, ich muss jetzt diese doofen Sprüche wahrscheinlich nicht mehr raushauen. Wenn ich nächstes Mal wieder einen doofen Spruch raushaue, dann wisst ihr, die Werbung ist wieder da. Ja, ich bin diesmal schon sehr gespannt. So ein Riesenpaket. Und dann auch noch so mit dem fetten Vorsicht Glas, nicht werfen, nicht fallen lassen, Gütesiegel. Wir bei der Post haben das Herausforderung genannt. Ach so. Ja, was kommt mir denn da entgegen? Erstmal das T-Shirt, das machen wir später. Ach so. Jede Menge Füllmaterial, ja, auch gut. Ach je. Sieht man da überhaupt was? Einhorn-Toilettenpapier. Warum nicht? Gab's auch eine Zeit lang bei, ich weiß nicht, ich glaube bei Netto oder irgendwie sowas. Einhorn-Toilettenpapier, das hat nach Zuckerwatte gerochen. Das fand ich sehr irritierend. Oh, was ist das? Irgendwas mit R2. Mini Light. Ein R2 Mini Light and makes official R2D2 sounds. Achso, muss man erst Batterien dann einfügen. Das machen wir dann gleich. Aber so erstmal. Unser guter R2. Was haben wir hier Schönes? Wieder irgendeine japanische, entweder Süßigkeit oder Snack oder auf jeden Fall irgendwas mit Herzchen. Und einem Like-Daumen. Keine Ahnung, was das ist. Aber ich glaube, das ist eher Hangul, oder? Nicht japanisch. Hey. Dann haben wir Fail. Ein Fail-Sticker. Und ein... Don't open that inside Absperrklebeband. Don't that open inside. Auch nice. Was ist das? Galaxy Gemstone. Don't swallow. Made in China. Achtung, Kleinteile, Erstickungsgefahr. Das Produkt ist ausschließlich für äußere Anwendung geeignet und sollte nicht eingenommen werden. Ach. Kontakt mit Haarteppichen und Stoff vermeiden, da es schwer entfernbare Flecken hinterlässt. Ja, schon, aber ernsthaft, was ist das? Wir werden es erfahren. Ein kleines Heftchen Geek Lifehacks. Über 30 Upgrades für das Überleben im Nerd-Alltag. Und das sind so Sachen wie nie wieder den Wecker überhören, einfach mal das Handy in ein Glas stellen.
Finde das Handy wieder. Schnelle große Daten übertragen. Also, baue einen Mini-Ventilator für den PC. Ein Messerbuch. Laptop kühlen. Wechselklamotten klein verpacken. Lauter schöne kleine Sachen. Sehr schön, sehr schön. Was haben wir hier? Achso, das ist die Beschreibung. So. Good for your health. Eine Oldschool-Werbeplakette aus Blech für einen 100 HP Health Potion. Sehr schön. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was sich hier drin verbirgt. Achso, ich habe ja das Messer. Oha! That's what I do, and I drink and I know things. Die gute alte Quote von hier dem Zwerg. Tyrion Lannister. Ja, sag ich doch. I drink and I know things. Okay, und was ist da jetzt drin? Schnaps. Nein, wäre aber schön. Oh! Ah ja! Hätte man denken können. Statt da außen raus. Ein Glas. Beziehungsweise, that's what I do. I drink and I know things. Sieht man da was? Also im Prinzip steht das drauf. Also eher ein Kelch als ein Glas. Das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Das ist wirklich nice. So, und das T-Shirt. The Four Horsemen of the Modern Apocalypse. Kein WLAN, der Ladestern des Todes, kein Akku mehr, kein Empfang. Sehr nice. Dann wollen wir mal rausfinden, was es mit diesem Gemstone auf sich hat. Weltraumkristallknete. Ach, das ist Knete. Diese kosmische Kristallschleim ist formbar wie Knete und hat noch andere coole Eigenschaften. Die Oberfläche behält immer ihren glänzenden Schimmer. Du kannst ihn wie einen Flummi springen lassen und die silbernen Sterne bleiben auch nach langem Kneten erhalten. Nerdiger Spaß für Finger und Augen. Okay. Dann der Weinkelch. I drink and I know things. Achso, Weltraumknete, 4 Euro Einzelpreis. Weinkelch, I drink and I know things. Tyrion Lannister weiß viel und er trinkt viel. Denn alles ist so viel besser mit etwas Wein im Magen. Prost. Dieser Kelch aus hochwertigem Kristallglas von Ritzenhoff eignet sich für alle Kaltgetränke und darf sogar in deine Spülmaschine. Einzelpreis 15 Euro. Zombie-Klebeband. Nicht jedes Paket sollte geöffnet werden. Jetzt kannst du die Empfänger deiner Pakete angemessen warnen. Wo ist es? Da ist es. Einzelpreis 3 Euro. Blechschild Good for Your Health. Ein guter Heiltrank ist wichtig, aber schwer zu bekommen. Dieses nostalgische Blechschild ist zugleich dekorativ und ein guter Hinweis, wo du deine wertvollen Tränke aufbewahrst. Einzelpreis 15 Euro.
Einhorn-Toilettenpapier. Freundschaft und Magie in das Badezimmer. Für dich oder als Geschenk, nur für deine besten Freunde. Einzelpreis 4 Euro. Lotte Malang Kau. Leckere Milchbonbons aus Korea, die man übrigens auch wie Marshmallows grillen kann. Jetzt habe ich Angst davor. Nerd Lifehacks. Achso, Einzelpreis steht hier nicht. Nerd Lifehacks. In diesem kleinen Magazin findest du viele hilfreiche Lifehacks für alle Nerds. Einzelpreis 2 Euro. Aufkleber Fail. Jetzt kannst du alle Entschuldigung. Jetzt kannst du alle schiefgegangenen Das war nicht geplant. Mit den passenden Aufklebern kommentieren. Also Preis 2 Euro. Verpackungsmaterial. Die Möglichkeiten für dieses hochwertige Verpackungsmaterial sind grenzenlos. Du kannst deine Kissen damit stopfen, es knallen lassen, um wilde Tiere zu verjagen oder die wohlriechende 2018er Luft darin für schlechte Zeiten aufbewahren. Oder du benutzt es, um sehr leicht zerbrechliche Waren zu versenden. Einzelpreis 1995 Bitcoins. Also unbezahlbar. Oder sehr günstig, je nachdem. Die Star Wars Minilampe R2D2. Dieses R2D2-Licht aus Star Wars erhält dir nicht nur den Nachttisch, sondern erzählt dir auch lustige Robotergeschichten. Geil. Einzelpreis 12,95. Und zu guter Letzt das T-Shirt for Horsemen. Kein WLAN, Ladeprobleme bei Videos, ein leerer Akku und schlechter Mobilfunkempfang. Die vier Reiter der Apokalypse unseres Zeitalters. Einzelpreis 16,95. Sehr schön. Und wieder ein schönes Bild mit Cthulhu und dem Einhorn. Diesmal angelehnt an das Glas. Sehr nice. Und die Glückszahl des Monats ist die 61. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir R2 ein wenig Leben eingehaucht haben. Ist ja gut. Bis zum nächsten Mal, dann im März mit dem entsprechenden Märzloot.